Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir spielen jetzt in der Folge mal noch diese restlichen Sachen hier durch. Es ist natürlich ein bisschen doof. Ich würde eigentlich gerne in einer Folge alle drei Level immer spielen. Und dann, aber das mache ich, wenn das Hauptspiel draus ist. Ich will mir jetzt eigentlich nur das mal alles mal anschauen. Jetzt will ich zum Beispiel mit Way spielen. Wir haben 2 Minuten Zeit. Das mache ich dann, wenn das Spiel rausgekommen ist, am Dienstag oder die Woche. Erstmal werde ich eh die Kampagne durchzocken am Stück und dann Takadona. Truppler der ersten Ordnung durchsuchen die Trümmer bei Maskanatas. Unterschlupf auf. Takadona, war das der? Oh, da wo. Ja, genau, das war das. Kann auf mich aufpassen. Ach, ich mag die einfach. Die ist im Moment so mein absoluter Lieblingscharakter. A, also unwahrscheinlich süß. B, unwahrscheinlich gut geschauspielert, finde ich. Was hat denn die für Fähigkeiten? Also eins ist auf jeden Fall Scannen. Was ist denn Q? Ah, okay. Das ist so ein Charge-Modus. Ah, okay. Q, es war so ein Charge-Modus. Widerstand! Zurück zum Menü. Jetzt leckt es auch nicht mehr. Also es lag wahrscheinlich daran, dass ich das einfach nur das Bearbeitungsprogramm noch im Hintergrund gelaufen lassen habe. Mein Deutsch heute. Oh Gott, ey, ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich kann nicht mehr so lange zocken. Oh, wir spielen diesmal. Es gibt gar nicht. Wird schon schief gehen. Wir spielen diesmal Land Okarisian. Auf Tatooine. Han und Lando wollen die Rebellen vor einem imperialen Hinterhalt in den Seitengassen von Mos Eisley retten. Mos Eisley retten. Beide gefallen die Volksaussichten gar nicht. Ganz wie in alten Zeiten. An die Arbeit. Karten. Können wir irgendwelche Karten für ihn ausrüsten? Haben wir da irgendwas? Nee. Ja, wie gesagt, wenn ich das. Sch Hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Schützengraben liege. Wow, die machen ja echt gut Damage hier. Was gibt's denn hier? Ich bin wirklich kein Kämpfer. Das hätte man vielleicht machen sollen, also.
Hä, warum ist denn hier ein... Hä? Wenn wir überleben, haben wir viel zu erzählen. Das war doch ein Techniker. Was ist los? Also ich finde Lando Calrissian als tatsächlich als schwächsten Charakter gerade. Was jetzt? Also wie gesagt, ich empfinde ihn jetzt aktuell als Schwächsten, weil der kann nix. Und diese Infrarotsicht ist ganz nice, aber... Also, langsam ein. Ja, das auf jeden Fall. Also ihn fände ich jetzt als Helden nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Gut, gehen wir mal zum Menü zurück und schauen mal, was es als nächstes für eine Runde gibt. Mal kurz was trinken nebenbei. Truppler-Training. Es gibt kein Versuchen. Oh, wir können Yoda spielen. Geil. Naboo, Kampfdruiden haben die Verteidigung von Seed durchbrochen und wollen den Palast überrennen. Das Schicksal ist auf deiner Seite. Yoda erwartet sie nicht haben. Was? Yoda erwartet sie nicht haben. Was? Was ist das denn für einer? Klett-Truppler. Oh! Ihr sucht Yoda. Was kann der denn? Okay, Machtstoß. Das weiß ich nicht. Und okay. Oh, ich muss mal niesen. Entschuldigung. Yoda ist bestimmt als Held ganz gut, weil er einfach mal so klein ist. Dort draußen, sie sind. Dort draußen, sie sind. Was ist das für eine Funktion?
Kann man einer auf mich schießen? Ach, der... Also Yoda wird bestimmt ein sehr beliebter Charakter, weil der einfach so klitzeklein ist. Noch zwei. Nice. Also ich schätze mal, Yoda wird ein echt ein beliebter Charakter. Der ist schnell, wendig, durch dieses F, was extra diesen F funktioniert, also diesen... Diese eine Karte ist der sehr, sehr schwierig zu packen. Und du kannst es auch immer wieder starten, weil es einfach, also du, es lädt schnell wieder auf. Kampfbereit. 130, Geduld. So, dann letzt Widerstand. Ah ne, noch gar nicht, Hoffnung. 230. Yavin 4, die Evakuierung von Yavin 4 läuft und die Sturmtruppen sind bereits in der Basis. Rebel, du bist in der Unterzahl unterbewaffnet, aber gute Chancen hatten wir noch nie. Möge die Macht mit dir sein. Danke! Okay, wir können nur die machen. Schwer. Specialist. Mit denen komme ich relativ gut zurecht, finde ich, mit dem Specialist. Alter. Achtung, werfe Granate! Die wieder zurückkommt. Geil. War gut. Bin ich ja nicht alleine? Ach, ich bin alleine. Okay, dann machen wir das bitte nochmal. Okay, das haben die auch gepatcht. Gott, wie soll man das denn in 30 Sekunden schaffen? Was? Ey, ernsthaft? Ich war zu nah an dieser... Achso, es läuft weiter. Geht's denn wieder raus? So nicht, meine Freunde. Was?
Ach, da hat er sich versteckt, der scheiß Camper. Nimm mal jetzt einen anderen Helden, einen anderen. Nimm mal Angriff. Frag mich, warum die Minimap so komisch aussieht. Okay, das war der letzte. Ich würde mir ja gerne die Map mal ein bisschen anschauen. Muss mal gucken, ob ich im Tutorial oder irgendwo einen Spielmodus finde, um mir die Maps einfach mal anzugucken. Die Schiffe und die Wege und alles. Okay, letzter Spielmodus. Letzte Runde. Starkiller Base. Starkiller Base ist die schlimmste Bedrohung für die Galaxis seit dem Todesstern. Vergiss nicht, was du gelernt hast. Nur die größten Helden der Galaxis können diese Herausforderung meistern. Leute, 14. Dezember. In, knapp einem Monat. Oh, jetzt können wir alle spielen. Wen haben wir da noch nicht? Sie haben wir noch nicht. Spiel mal sie. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde irgendwie eine Möglichkeit, mir die Maps mal in Ruhe anzuschauen. Ah! Oh, ich bin fast tot. Ich wollte jetzt eben ein paar Sachen mal ausprobieren. Ja, ah, scheiße. FN1711. Ah, bin ich weggespawnt, hä? Okay, wir probieren mal jetzt noch Chewbacca aus. War mit Absicht, ich wollte mal. Ah, wir haben noch zwei. Das sieht aber irgendwie komisch aus, der ist so dünn. Das sieht aber irgendwie komisch aus, der ist voll dünn. Ja. Zurück zum Menü. Wie gesagt, wir werden das, wenn ich dann das Spiel, die Hauptversion, Betonung abholen. Die volle Version von dem Spiel haben, werden wir dann immer alle drei Runden in einer Folge machen. Also, warte mal hier.
denke mal, in der nächsten Folge werden wir mal hier diese dunkle Seite ausprobieren. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.